Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Wir sind hier auf der anderen Seite vom Ozean. Ungefähr in die Richtung. Ja, in die Richtung. Und ich bin gestern im Livestream. Ich habe das erste Mal livestreamt gestern wieder. Durch das LAN-Kabel, das ich geholt habe. Und ja, keine Unterbrechungen mehr. Also auch wahrscheinlich einfach schnellere Uploads bei YouTube. Ich muss aber schauen, ob ich überhaupt Zeit habe am Morgen. Weil ich alles ein bisschen auf den Morgen verschieben muss. Und durch die Livestreams am Abend, weil ich schon, ja, recht lange, also gestern, ja, für die Leute da war. Leider nicht auf YouTube, da tut sich einfach die Kilobyte pro Sekunde einfach auf sozusagen 0 oder 1% reduzieren. Und das ist natürlich, ja, schlecht. Es geht nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Deshalb also auf Twitch. Also die Livestreams am Abend auf Twitch ab 16 Uhr. Gebe auch weg. So. Ja, meine Stimme ist noch nicht so gut. Bin ein bisschen. Ja, einfach. Ich habe zu trocken. Mein Hals hat zu trocken. So, hier haben wir ein bisschen das Portal geplündert. Einfach die Lavasteine weggemacht. Hier die 21. An einem Portal sind recht viele gewesen. Dazu ist auch geplündert. Das Obsidian brauchen wir nicht so. Und wir tun jetzt einfach in der Nacht ein bisschen herumlaufen. Und schauen, dass wir ein bisschen, ja, ist klar. Ein bisschen Gegner töten, weil wir brauchen Fäden und ja, Knochen eigentlich. Oder Pfeile könnten wir auch noch gebrauchen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich jeden Tag Minecraft bringen kann, weil Roblox mit Theme Park Tycoon 2 ist natürlich viel beliebter. Das habe ich gestern einfach wieder mal spielen wollen und hätte nicht gedacht, dass so viele Leute zurückkehren, die das manchmal mit mir gespielt haben vor 1 Jahr und 2 Monaten ungefähr. Ja, also einen Faden haben wir wieder mal. Ja, und jetzt ist das Problem, dass das Schwert schon kaputt ist. Es geht zu schnell. Geh weg. Hallo, geh weg. Gehen Sie weg. Genau. So einfach sterben. Ja, ist natürlich nicht gerade so effizient mit einem Schwert. Ich glaube, ich müsste zwei machen, aber da hat man halt das Problem. Nein, nicht schlagen. Du kommst, aber nicht so einfach schlagen. Das ist böse. Ja, die Monster spawnen einfach. Das ist ein Creeper dort. Dankeschön. Echt, Dankeschön. Hey, hallo. Und die Kühe können wir eigentlich schlachten. Wir brauchen Leder. Ach komm. Nicht verklicken. Bin ein bisschen neben der A-Taste gelandet. Q, mach nicht so blöde Bewegungen. Ja, jetzt ist immer alles voll. Die Inventar sind einfach zu leer, zu voll, also zu klein, ja, Konzentration bitte wieder. Also, was machen wir jetzt draus? Ich glaube, ich sterbe bald. Das Fleisch brauchen wir jetzt mal noch nicht so. Ja, alles mit Steinziegel und so können wir mal raushauen. Das brauchen wir nicht. So. Die anderen, die speziellen, die lasse ich. Okay. Ja. Dann haben wir noch irgendwo eine Spinne. Habe ich das Boot? Das Boot ist noch dort. Jetzt gehen wir einfach ein bisschen zurück. Müssen ja auch ein bisschen. Ja, in der Nähe bleiben, sonst haben wir einen weiten Heimweg
Sonst muss ich wirklich auch mit Portalen spielen. Also mit Teleporter, Waypoints teleportieren. Und nee, das will ich nicht. Ich will eine Herausforderung haben. Ich habe ja schon Keep Inventory und so an. Weil es einfach auch ein bisschen unfair ist, wenn man nicht gerade so spielt, dass man also einfach safe spielt. Kann es halt einfach nicht so gut. Ach, da, Mann, diese Creeper, ey. Kann man immer ein bisschen betteln, haben wir noch Creeper und Skelette. Das ist echt schwer. Ja, eine Monsterfalle machen, hä? Wo ist denn das Boot? Das muss eigentlich hier sein. Sie schon wieder ein neues Boot, Mann. Jetzt mal hier rüber, hoffentlich ist die Spinne noch hier. Wo ist sie denn? Ah, oh, ist schon wieder weg. Unglücklich bin ich halt auch gerade ein bisschen. Also gestern der Tod, der ist von einem Dreizack, von einem Ertrunkenen gewesen. Das war nicht so tolle. Das ist eine tiefe Höhle. Oh, Schildkröten. Okay, ja, die haben halt ihre Nistplätze. Ja, die muss ich dann mal in aller Ruhe am besten an dem Stream heute oder so mal einfach beobachten. Ja, vielleicht brauchen wir einfach mehr Schildkröten, wenn wir mal mehr auf einem Stück haben. Das ist das Beste, also noch nicht so schnell. Und dann einfach die Schildkröten-Eier abbauen. Das geht wahrscheinlich auch nur mit Silk Touch. Da ist. Lol, da ist ein Creeper drin. Das ist genial. Na gut, dass es mit meiner Stimme besser geht. Manchmal habe ich einfach so das Gefühl, ich gewöhne mich nicht so schnell an die Trockenheit. Einfach das Fenster zu sein muss. Danke fürs Boot abbauen, aber du würdest auch nicht explodieren müssen. Gut, jetzt ist auch wieder Tag, also Netherrack brauchen wir überhaupt nicht, das können wir bauen. So. Haben wir noch irgendwo Spinnen gerade in der Nähe? Dann gehen wir gleich zurück. Natürlich alles andere. Nochmals ein Ertrunkener, da brauche ich überhaupt nicht. Außer er hat einen Dreizack, aber der hat keinen. Ja, okay, vielleicht einfach die, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was war. Ah, Kupferbahn, genau. Aber sonst eigentlich nichts. Ja gut, das war's. Also. Wir wollen ja auch etwas bauen. Jetzt haben wir einfach noch nicht gerade der Baupart, aber der nächste wird eventuell ein Baupart. Weil wir Zoes noch züchten müssen und alles. Also das machen wir einfach zwischen den Folgen, denke ich mal. Oder ein kleines bisschen auch in den Let's Play-Folgen. Ja, der Todespunkt kann ich ausmachen, also ich kann es zeigen. Der Todespunkt ist irgendwo hier unten. Ich war beim Dorf und wollte hier noch ein Schiffwrack plündern. Ah nein, eine Ruine plündern, genau. Bin reingeschwommen, habe die Kiste geplündert und waren überall Ertrunkene ringsum. Ich floh, wollte zum Boot zurückkehren. Und da kam ein Dreizack, Ertrunkener und hat mich weggesniped. Der war noch weit weg. Einfach weggesniped. Man ist doch nicht so schnell unter Wasser am Schwimmen. Also richtig halt schnell am Schwimmen. Ist trotzdem noch zu langsam. Die können uns noch treffen. Ja. Die sind einfach zu OP. Also die sind völlige Sniper-Wunder. Kann mich auch täuschen, aber so wie ich die paar ja, Dreizack-Zombies schon kennengelernt habe, ich bin auf einem Server von Isaltundler auch mal noch gestorben. Und von einem Dreizack. Und als ich 1.13 angetestet habe im Snapshot auch. Also in den Snapshots. Ja. Ich kann echt auch mal noch ein Part machen, wo ich die neuen Snapshots dann zeige, aber erst wenn sie wirklich release, also wenn sie einfach
Donobass in dem Launcher, weil das sind jetzt erst Experimental-Snapshots, die muss man umständlich runterladen und so. Und es wird halt viel ändern, sich ändern, also erst dann, wenn es jetzt wirklich nicht so Änderungen mehr gibt oder so. Ja, sie werden auch in den normalen Snapshots immer wieder etwas ändern. Aber einfach immer wieder ein bisschen anschauen. Ja, ich kann halt nicht so Gameplay-Videos machen mit Schnitten und so. Das ist einfach, es dauert zu lange und es ist einfach völlig, ja, schwierig da sich zurechtzufinden, wenn man es noch nicht so kennt. Einfach zu schwierig, immer wieder alle Schnitte richtig zu setzen und so, weil man einfach auch nicht so exakt klicken kann. Es dauert, also ich mache mir dann einfach auch gerne zu viel Mühe und dann dauert es zu heftig lange. Geht nicht so gut. Leider, ich bin halt nicht professionell, ja, so Cutter. Nee, einfach die Programme sind zu schwer. Wenn ich immer wieder Pause mache und so, dann vergesse ich sie immer wieder, weil sie einfach zu komplex sind. Geht nicht so gut. Leider. Also mir macht es vor allem nicht Spaß. Gut, jetzt sind wir wieder am Haus. Können wir jetzt gerade irgendwas in die Truhe hier setzen? Ist noch ein bisschen weiter weg. Ah, da. Ich habe schon gefunden. Also das Brot brauche ich jetzt gerade nicht. Das nehme ich. Ja, okay. Nehme ich mit. Nehme ich immer mit. Also können wir hier irgendwas reintun, was mit Fischen zu tun hat oder so? Nee, es hat alles Landzeugs. Ich möchte einfach die Truhen natürlich ein bisschen verteilen. Also wenn wir da hier überall Häuser und so haben, eine Villa oder so, ja, ich denke hier ist eine Burg oder ich weiß auch nicht, was ich bauen soll, dann tue ich einfach die Truhe nicht überall in ein Lager rein und tue sie automatisieren oder so. Das ist jetzt nicht so das gute Idee. So. Ja, ich muss das Inventar halt einfach entschlacken. Sonst haben wir immer schnelles, volles Zeugs. Kann man das irgendwie hier oben hin tun? Da ist das Moos. Aber es wächst halt nichts. Man muss es immer mit Knochenmehl füttern. Ja, ich tue die einfach irgendwann anders anpflanzen, weil die Tiere sonst sterben in der Nähe. Okay. Ja, dann brauchen wir mehr Truhen. Einmal vier. Also eine möchte ich hierhin tun. Die andere mal hier. Hier noch mal eine Fackel. Und ja, hier habe ich ein paar von den Azaleen-Sachen. Auch von den neuen Pflanzen. Ich tue jetzt einfach hier mal nochmals die Sachen und ja, einfach Werkzeuge, Rüstungen. Ja, so ist relativ gut. Jetzt noch das Essen mal schauen. Ja, ist alles nicht so Essen, eher Material zum Essen herstellen. Ja, die Angel, die tue ich dann wieder dorthin zum Angelplatz. So. Haben wir hier noch, ja. Gut. Ja, dann farmen wir mal ein bisschen und füttern die Kühe. Wir brauchen natürlich Leder.
Ja, also wir haben jetzt doch noch etwas zu machen. Weil ich muss jetzt auch noch mehr Zucker anpflanzen. Also die sind nicht fertig. Die letzte Stufe und die vorletzte Stufe ist einfach ein bisschen zu nah. Sieht man nicht genau. Exakt. Sofort. So, also die anderen mache ich dann einfach im Livestream, beziehungsweise vielleicht auch ja, alleine. Gut, also. Ja, so viele sollten es jetzt auch nicht sein. Schafe, die können wir dann färben. Das geht hier nicht. Ich werde... Ist das so laut? Okay, schon besser. Ich habe so laut gestellt, das hört sich so, das ist so ein Drehschalter, wo man auf und zu hoch und runter drehen kann. Und wenn man das Headset aufsetzt und so, dann wird es immer ein bisschen lauter oder leiser. Also so Eierzeugs mache ich jetzt mal hier rüber. Ja, das Weizen, Karotten. Ja, ein Kernding. Ich mache jetzt das mal anders. Wir müssen noch Werkzeug herstellen. Also vor allem Äxte, also eine Axt mal und Spitzhacke. Da mache ich mal eine zweite schon. Jo. Also machen wir das mal anders. Weil diese Sachen, die brauche ich dort. Eins weg, damit keine Monster reinhüpfen. So. Ja, Kompost vielleicht mal noch benutzen. Ja, ne. Ja, ist halt eine Sache. So, da nochmals. Ich finde es irgendwie schön hier unten. Sonst würde ich das natürlich auch irgendwo anders hin tun, aber ein bisschen wachsen können. Genau. Also hier mache ich dann keine mehr. Das ist halt auch nicht so praktisch. Ja, Erde fehlt. Und dann hier. Das geht ja gut. Wunderbar. Da geht's ja nicht. Hier machen wir noch. Und über. Machen wir einfach ein bisschen weg. Ja, da geht's halt auch nicht. Ja, das andere fehlt natürlich noch. Oder wie sagt man denn? Einfach Farm. Prima. Also, dann können wir mal kurz schlafen gehen. Der Kaktus ist noch nicht fertig. Gewachsen. Also wir haben ganz viel hier oben, ja ganz viel ist es nicht. Leder ist halt wirklich ganz knapp. Da haben wir erst die zwei jetzt aber noch rausgebracht. Die brauchen halt noch einige Zeit. Ich möchte schon ein bisschen effizienter dann das Leder bekommen. Deshalb nicht zu viele Schlachten. Ja, gehen wir ein bisschen meinen. Oder, ja, ich könnte ja eine Diamantenspitzhacke machen, aber ich möchte die jetzt nicht unbedingt so schnell verschwenden. Ja, das ist eine Sache. Es
Geht leider nicht so schnell mit dem Zaubertisch, wenn man dann ein bisschen ja, schaut, dass man nicht alles verschwendet. Weil viele Materialien sind halt sehr selten und dann aufwendig zu holen. Das möchte ich eigentlich nicht machen. Also gehen Ding, also ich glaube, die brauchen Dunkel, merke ich gerade. Eventuell. Die haben ja selber Licht, also die müssten dann schon wachsen. Ja, Blitzableiter mit fettem Klopp. Richtigen fetten. Kuppel drauf. Wird eigentlich gar nicht so richtig funktionieren, oder? Wird er nicht so dünn wie möglich sein, der Blitzableiter? Dass er weniger irgendwie anlockt, der Blitz. Oh, grüezi! Sind Sie mein Nachbar? Oh, nein! Er ist in den Kompost gefallen und ich habe dadurch nicht ja, einfach die Explosion ausgelöst. Naja. Oh Gott. Also. Okay, der Bad Omen ist weg, schon wahrscheinlich im Livestream gestern. Wir könnten eigentlich jetzt starten mit dem Dorf, aber wir haben halt noch nicht genug Holz. Muss halt sehr viel Holz. Ja, wir müssen jetzt einfach alles mal zu Holz machen, weil wir brauchen eine Palisade. Sonst wird das nichts. Und dann gehen wir einfach mal Palisade anfangen. Ja, es ist halt jetzt schon 21 Minuten Aufnahme. Im Livestream mache ich dann die Palisade einfach weiter. Ja. Wir müssen halt dann wieder schlafen. Ich will jetzt mal die Kuh und so nicht schlachten. Ich möchte einfach Tiere in der Nähe haben. Nee, nicht schon wieder Bad Omen bekommen. Nee, nee. Die sind immer hier auf Patrouille. Was macht das aus? Ich dachte, die patrouillieren in der Nähe von den Türmen. Den Watchtowers. Aussichtstürmen. Nö. Die sind hier auf der Wiese. Ich denke, auf der Wiese einfach irgendwie ein bisschen ja, vermehrt. Den Ebenen, Biomen. Was ist das? Ein Kürbis? Ja. Genau. Ja gut, also der Berg, den werden wir lassen, wir werden ringsherum bauen, vielleicht eine Kirche in die Mitte. Ja, da müssen wir auch schauen, was für eine Kirche. Also ich möchte ja eventuell keine Moscheen oder so bauen wegen der Religion. Ich möchte jetzt nicht. Ja, vielleicht könnt ihr mir ja helfen und ich würde es dann wirklich auch so bauen, dass es euch gerecht wird vom Islam. Also die Moslems. Aber ich möchte eher so ein bisschen irgendwie etwas Magisches machen oder so etwas Interessantes, also etwas Einzigartiges, nicht etwas kopieren. Also eins zu eins eine Kirche möchte ich auch nicht machen. Wenn dann vielleicht ein Tempel. Ein Tempel mit Magiesachen wäre vielleicht cool. Aber ich kann jetzt eigentlich gar nicht so sagen, was ich so möchte. Also das müssen wir dann ausprobieren. Also wir müssen halt auch viel ausleuchten jetzt, sonst spawnen halt in der Palisade die Monster. Das ist alles auch nicht so gut. Ja, immer das einfach so, dass. Ja, der Kaktus, der kann die Ding töten. Wir machen eine Dreierpalisade, um sicher zu sein, dass niemand ja, schießt, drüber schießt. Ein Skelett. Oder irgendwie, weiß nicht was passieren kann noch. Vielleicht können auch die Phantome oder so angreifen. Denke, ich mache einfach mal zwei.
Damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Das wird wahrscheinlich reichen. Also, das erste Bau mit Drago, eine blöde Palisade. Sehr spannend. Ja, aber so hochwertigen Content kann ich halt noch nicht machen. Da müssen wir ein bisschen rüber. Ich will die nicht kaputt machen. Die gehen automatisch kaputt, glaube ich. Hallo! Kommst du rein? Du musst rein. Komm, nicht hier spielen. Tschüss. Okay, der andere auch. Die sind hier sowieso. Geht weg! Die spielen halt gerne mit mir. Sie wollen bei mir sein. Nicht so gut. Boah, das Dorf ist groß. Ja, hier können wir Häuser bauen. Wir werden dann natürlich die Palisade auch erweitern und so weiter. Ja, eins nochmal höher. Diese Kakteen. Oh, unglaublich. Geht kaputt. Sie sind da. Und sie sind nicht toll. Weil sie böse sind. Die Kakteen. Seit heute im Kino und IMAX. Gut, bauen wir schön weiter. Schön in Meditationsfeeling. Das ist leider nicht so spannend, sorry. Sondern viele Leute ganz penibel, ja, können niemals etwas Langweiliges schauen. Finde ich schade, weil so gehen halt viele Talente und so verloren oder werden nie zu Talenten. Man muss doch die Livestreamer und Let's Play unterstützen, mache ich halt einfach. Also die, die es wirklich auch brauchen, dann müsst ihr nicht unbedingt mir helfen. Also, ich weiß nicht, irgendjemand hilft dann vielleicht immer. Kann ich mich auch irren, natürlich, aber ich meine, man lernt ja, oder? Irgendwann kann man es ja auch. Und ich bin immer so einer, wenn jemand etwas nicht macht oder nicht kann, die meisten machen es ja nicht, wenn sie es nicht können. Und dann tun sie so ich bin jetzt gerade lost. Ja, also, eben, dann lernen sie ja mich nie, oder? Und ich tue dann immer sie helfen, weil ich denke, ja, da könnte das wirklich auch nochmals, ja, lesen. Gerne lesen, damit er wieder das machen kann oder so. Aber für viele ist es halt auch schwere Arbeit und machen es deshalb nicht, weil es einfach völliges, ja, Nerven, eine Nervensache ist. Gut. Ja, also wir gehen jetzt ein bisschen weiter weg und dann beenden wir. Ja, das ist nicht so gut hier, lieber Dorfbewohner. Was hast du eigentlich hier gemacht? Okay, guten Heimweg. Geh bitte heim. Jetzt hole ich das Boot des Todes. Das Boot der Bewegung. Geh jetzt nach Hause. Tschüss. Ja. Oh, er freut sich wieder zu Hause zu sein. Cool, das gibt's auch mittlerweile. Irgendwie. Kenne ich aus den alten 1.12 oder weniger. Oder, also ein, und 1.14 natürlich dem Dorfbewohner Update. Also Villager Update. Oder ist das 1.15 gewesen? Nein, 1.14. Okay. Einfach noch nicht so gut. Also, ich habe ja immer wieder geplant, eigentlich zu spielen. Viel zu Livestreamen, zu Let's Playen, aber es kam einfach nicht immer so gut dazu. Eben wegen dem LAN, das wirklich gar nicht gut ging, so lange. Und deshalb, ja, dann haben wir hier Wüstenzombies. Bitte. Ging das halt einfach nicht so, weil ich auch nicht unbedingt so gerne alleine Minecraft spiele. Außer ich farm irgendwas da zwischen den Parts. Dann mache ich das überraschend gerne. Aber ich brauche irgendwie Leute oder so. Ich brauche irgendwie eine Aufnahme oder Livestream, dass es mich ein bisschen motiviert, wirklich auch Spaß zu finden und
ja, zu spielen. Und wenn ich etwas zu tun habe, wie zu farmen oder so, dann macht es mir mega Spaß. Und ihr müsst nicht unbedingt schauen, weil es langweilig ist. Also. Ja, 30 Minuten, das ist natürlich genug lang. Der Weg ist ein bisschen länger jetzt diesmal gemacht, weil ich ja auch die bessere Internetverbindung habe zum Hochladen. Gehen auch längere Parts. Dann bis zum nächsten Part. Danke fürs Schauen, dabei bleiben und ja, euch hoffentlich nicht langweilen. Ist halt einfach das Spiel manchmal auch zu farming-lasting oder ja, muss man auch lernen, ein bisschen spannender zu sein und alles. Aber es geht dann schon. Gut. Oh, zwei Creeper. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bin Jan. Tschüss.